ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ohne Schalke ist ein bisschen langweilig, aber ansonsten Familie gesund, ich selber gesund. Mal gucken, was noch kommt. Ich glaube schon, dass es teilweise eine Bewusstseinsänderung geben wird. Also ich sehe das beispielsweise, wie gut man auch im Homeoffice arbeiten kann. Oder meine Schwester, die arbeitet in einem Planungsbüro, die hat normalerweise also wirklich Baubesprechungen in ganz Deutschland. Die machen jetzt verstärkt Videokonferenzen und sparen dadurch natürlich enorm Zeit an, sparen Umweltbelastung ein, sparen Kosten ein. Und also wir haben schon so ein bisschen die Hoffnung, dass ein Teil davon auch übrig bleibt, wenn sich unser Leben wieder normalisieren kann. Also bis jetzt geht es bei mir eigentlich noch. Also der Lagerkoller ist noch nicht allzu schlimm. Also ich habe mir jeden Tag irgendetwas vorgenommen, was ich machen kann. Entweder, dass ich mich sportlich betätige. Und also wir leben jetzt seit 16 Jahren in unserer Wohnung. Ich glaube, so sauber war die seit unserem Einzug nicht mehr. Der Keller muss noch aufgeräumt werden. Also ich versuche halt einfach nicht so in dieses so, hat alles keinen Zweck und hängen lassen reinzukommen. Also bis jetzt hat es ganz gut geklappt, vielleicht auch, weil das Wetter ja so super schön ist. Aber muss man erst mal gucken, wie es weitergeht. Seit wann bin ich Schalker und wieso? Also wieso ist eigentlich ganz einfach, weil Schalke der erste Club der Welt ist. Der Weg, wie ich da hingekommen bin, ist allerdings relativ kurios. Und zwar bin ich gebürtige Krefelderin. Mein Elternhaus steht also in Sichtweite der Grotenburg, wo früher Bayer Oedingen gespielt hat. Und als das Relegationsspiel 1983 zwischen Bayer Oedingen und Schalke war, da war also bei uns im Stadtteil also wirklich heftige Aufregung, weil bei irgendeinem Auswärtsspiel der Schalker vorher hatten die mal auf der Straße, die vom Bahnhof Oppum zur Grotenburg führt, hatten die mal ein paar Schaufensterscheiben. Nun ja, sind zu Bruch gegangen, als die Schalker da vorbeigegangen sind. Und als es dann hieß, Relegation, es geht ums Ganze und so, hatten die Geschäftsleute also richtig übel Angst vor den bösen Schalkern, haben also teilweise ihre Geschäfte verriegelt und verrammelt und vernagelt. Und meine Oma hat da also auch ganz heftig drüber geschimpft, so die wilden Horden da aus Gelsenkirchen. Und als es dann soweit war, bin ich mit meiner Oma im Schalker Assis gucken gegangen. Wir haben also zugeguckt, wie damals die Schalker Grüne Minna vorneweg, dann berittene Polizei und dahinter dann Schalker, damals noch lauter Kutten in der ersten Reihe. Hurra, hurra, die Schalker, die sind da. Und also die älteren Leute fanden das alle ganz furchtbar und ich fand das einfach nur geil. Ich fand das einfach nur geil, wie die da aufgetreten sind und der Zusammenhalt. Und dann habe ich meinen Vater so lange genervt, bis er dann ein halbes Jahr später mit mir mal ins Parkstadion gefahren ist, zweite Liga gegen Ulm. Also von dem Spiel selber weiß ich gar nicht mehr so viel, aber ich war also dermaßen geflasht da von der Stimmung, von der Nordkurve und so, da war es um mich geschehen. War gegen den SSV Ulm. Ich weiß, dass Olaf Thon ein Tor gemacht hat. Und ich weiß, dass wir gewonnen haben. Ich weiß aber nicht mehr, ob es 2-0 oder 3-0 war. Aber die Eindrücke im Parkstadion sonst, die waren total unvergleichlich. Im Stadion, in der Arena, findet man sich mich jetzt seit 2002, also seit dem zweiten Arena-Jahr, im Block M. Gegen gerade Unterrang, richtig schön mittig. Das sind total geile Plätze, super Blick auf den Platz, geiler Blick auf die Nordkurve, also die geben wir nicht mehr her. Am allermeisten das gemeinsame Singen und Supporten mit anderen Schalker-Fans. Und das ist auch was mir sehr fehlen wird, falls es zu Geisterspielen kommt. Also sportlich, ja, alles gut, alles klar, aber diese Gemeinsamkeit mit Schalke-Fans, die sich so in guten Minuten in der Arena zeigt oder die auch auswärts oft sehr stark zum Tragen kommt, das geht mir also total ab. Zieht das jetzt auf die Vereinsform oder? Also Schalke ist wirklich, man sagt ja, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Und das ist bei mir also wirklich definitiv Schalke, wobei das also schon fast ein bisschen mehr ist als eine Nebensache, weil
Ich habe darüber auch so viele wirklich liebe Menschen kennengelernt, die ich sonst nicht getroffen hätte. Wir haben da Freunde gefunden. Wir sind in Ecken der Welt gekommen, wo wir ohne Schalke nie hingekommen wären. Also beispielsweise, ich weiß nicht, Montpellier oder Porto oder Maribor hätte jetzt so auf meiner touristischen Route jetzt nicht unbedingt ganz oben gestanden. Aber das waren also total interessante Städte. Das waren tolle Reisen. Man kommt mit Fußballfans aus anderen Ländern in Kontakt. Also Schalke ist schon doch etwas mehr als Freizeitbeschäftigung. Am Vereinsleben selber jein. Mein Mann war ja mal Mitglied im Wahlausschuss und hat auch am Leitbild mitgearbeitet, in der Leitbildkommission. Dazu hat man mich also nie eingeladen, weil ich wohl teilweise etwas zu radikal war. Und ich habe dadurch auch teilweise Einblicke bekommen, die mich haben merken lassen, dass das gar nicht immer so wünschenswert ist, da ganz offiziell mitzumachen. Dann habe ich selber noch mal einen Anlauf genommen. Damals hatte der Rolf Rojek mal eingeladen, interessierte Schalker, die sich für Traditionspflege interessieren. Und Tradition finde ich gerade bei so einem Verein wie unserem schon ein wichtiges Thema. Das war dann aber auch irgendwie sehr viel Gerede, ohne dass man irgendwelche Umsetzungen oder Verbesserungen beobachten können. Also deswegen, also offiziell eher nein. Was ich aber halt gerne mache, deswegen denke ich mal, sitze ich auch hier. Ich betreibe einen Schalker Blog oder eine Schalker Seite und berichte da relativ ausführlich über Spiele und über so das, was die Fans bewegt. Also weniger das reine sportliche Geschehen, sondern mehr so, was gab es an Bannern, was wurde gesungen, wie war die Stimmung, gab es irgendwelche besonderen Highlights oder Lowlights, was ist da so passiert, weil das ist auch was mich interessiert, wenn ich mal nicht dabei sein kann. Also ich versuche ja möglichst viele Spiele mitzunehmen, aber es geht halt nicht immer. Und das ist auch das, was mich interessiert. So, wer wann welches Tor geschossen hat oder so, das bekommt man in jedem offiziellen Sportmedium mit. Aber so wirklich, ist die Stimmung bei den Fans, gab es da ganz besondere Sachen, das kommt sonst nicht raus. Und das ist halt etwas, was ich gerne auf meiner Seite dann thematisiere oder zeige oder auch drüber schreibe. Ja, im Moment, glaube ich, liegt uns ja wahrscheinlich allen die Finanzen ziemlich am Herzen. Jetzt bin ich zum einen dadurch, dass ich da beruflich etwas vorbelastet bin, da etwas tiefer in der Materie, und mir war also vorher schon klar, dass Schalke A relativ hohe Fixkosten hat, B relativ hohe Verbindlichkeiten hat und C, wenn jetzt durch Corona auch noch sicher geglaubte Einnahmen wegbrechen, also dass das kritisch werden könnte, hatte ich schon vorher befürchtet. Und so ziemlich alles, was in letzter Zeit offiziell von unserem Verein kommt, also zum einen Alexander Jobst hat sich ja geäußert, Peter Peters war jetzt vor kurzem da im Videochat auf Facebook, das bestätigt mich also in der Befürchtung. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu bewogen, ich bin eigentlich jemand, der gegen Geisterspiele ist, weil ich finde Fußball völlig ohne Fans, ohne Support, ohne Stimmung ist eigentlich ein No-Go, aber ich weiß, dass das nötig ist, um Schalke finanziell am Leben zu halten, und deswegen würde ich sagen, ja. Das ist das 5:2 in Mailand. Ansonsten sind wir in der Saison alles gefahren auswärts, und an dem Spiel ging das aber nicht. Das Spiel war Dienstagabend, ich hatte mittwochs morgens einen wichtigen beruflichen Termin. Ich habe dann vorher versucht, mir das schön zu reden, so von wegen, ist nicht so schlimm. Du warst schon zweimal in Mailand, aber dann war ja ganz am Anfang auch noch, ging Inter ja noch in Führung, hat alles richtig gemacht. Und als die dann so richtig ins Rollen kamen, man dann auch so unsere Leute da in Mailand singen hörten oder so, das hat wehgetan. Danach hatten unsere Nachbarn dann also auch einen Tinnitus, aber das hat also richtig, richtig, richtig wehgetan, dass ich da nicht vor Ort war. Ganz klar, das war unsterblich für alle, die dabei waren. Also das, ich weiß, es gab viele tolle Spiele, auch so ein 4:4, Naldo noch mal hochsteigen sehen, hätte ich auch nichts gegen, aber 1997 ist einfach das Highlight in meinem Schalker Dasein. Da gibt es sehr viele, sehr schöne Städte. Also das ist eine schwierige Frage. Ich war von Manchester war ich positiv überrascht.
als wir 2011 das erste Mal da waren. Irgendwie hatte ich mir das viel trister und grauer und schmutziger vorgestellt. Aber das war, fand ich, eine sehr nette und auch sehr gastfreundliche Stadt mit einer erstaunlich souveränen Polizei. Also das fand ich mal richtig cool, wie die da mit den feiernden Schalkerhorn umgegangen sind. Und Porto fand ich also auch sehr, sehr schön. Hatten wir ja auch zweimal Glück mit dem Wetter. Und beim ersten Mal auch noch unglaubliches Glück mit dem Spiel. Ich denke mal, Manuel Neuer wird nie wieder ein besseres Spiel machen in seinem Leben. Ansonsten also wirklich sehr schön. Eigentlich fast alle Städte schön. Maribor hatte man uns vorher so total vorgewarnt. So von wegen, geht nicht mit Farben durch die Stadt. Passt auf, denn die Ecke nicht und in die Ecke nicht. Und die Fenster sind total auf Krawall gebürstet und war überhaupt nichts. Also wir waren schon 3-4 Tage vorher da. Weil so von wegen, wenn wir schon einmal nach Slowenien kommen, dann möchten wir auch wieder ein bisschen was da sehen. Und wir haben am Ende wirklich mit denen zusammen gefeiert vom Spiel. Also das war überhaupt kein Akt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich finde halt grundsätzlich schön, wenn man mit Schalke mitfährt, wenn man dann nicht einfach nur hinfährt, sich zulaufen lässt, ins Stadion geht und wieder zurückfährt. Also ich finde einfach, jede Stadt ist es wert, dass man sich da auch ein bisschen was anguckt. Und ganz oft kommt es dann eben auch zu netten Begegnungen mit Fans von dem Gastgeber oder auch mit ganz normalen Leuten. Also, und was fast immer kommt, also wirklich völlig egal, wo du in Europa unterwegs bist, die wundern sich immer alle, wie viele Schalker da sind. Weil wir sehr viel mehr Auswärtsfahrer mitbringen, die auch als Schalke-Fans dann erkennbar sind, als fast jeder andere Verein. Also das habe ich schon so oft gehört, so, ey, irre, so nach dem Motto, 3000 Leute von euch fahren für ein Fußballspiel da, 2000 Kilometer durch Europa oder so, das finde ich immer gut. Mein ganz persönlicher Schalke-Held, es ist der Herr, der auch hinten auf meinem Trikot steht, ist Erbe Sand. Also den fand ich klasse, der war sportlich super gut. Trotzdem menschlich total bescheiden, nie abgehoben, nie irgendwie böses Wort gesagt, Arroganz zu Fans gewesen. Und auch wenn man den jetzt noch in Interviews hört, also einer, der auch wirklich noch normal geblieben ist und positive Werte verkörpert. Wie definiere ich einen Helden? Einen Helden. Jemand, von dem man sich was abgucken kann. Oder jemand, von dem ich sagen würde, das und das und das würde ich gerne auch so souverän lösen können. Oder da wäre etwas, das wären auch Werte, die man jüngeren Schalkern und Schalkerinnen vermitteln kann. Die überraschen mich immer wieder, wie wechselhaft die teilweise sind. Manchmal spielen die wie die jungen Götter und dann beim nächsten Spiel, das kann 3 Tage später sein, hat man den Eindruck, die hätten noch nie zusammen gespielt. Da ist irgendwie gar nichts einstudiert. Oder auch jetzt beispielsweise 2018 waren ja auch schon relativ viele da, die jetzt noch da sind. Haben super geil gespielt, sind Vizemeister geworden. 2019 hatte man den Eindruck, die haben noch nie vor den Ball getreten. Und jetzt lief es in der Hinrunde, lief es ja dann wieder ganz gut. Und Rückrunde, Auftakt, Gladbach auch noch super. Und seitdem, geht so, ne? Da wundert ich mich halt so ein bisschen, da frage ich mich, muss das sein? Oder ist das auch ein bisschen Kopfsache, dass die teilweise denken, die müssen nicht die letzten 4% auch noch geben? Und ansonsten so, also meine Helden jetzt so im aktuellen Team, also ich mag den Burgstaller total gerne. Der wird ja im Moment ziemlich angefeindet, weil er sehr viel Schusspech hat. Aber ich mag einfach dessen Art, Fußball zu spielen, Fußball zu kämpfen, Fußball zu arbeiten. Dann finde ich den Coutinho finde ich total klasse, weil der auch noch so auf mich den Eindruck macht. Der weiß noch, wo er herkommt und dem liegt auch noch wirklich was an Schalke. Wen mag ich noch? Weston McKennie finde ich total klasse. Der hat irgendwie immer gute Laune und der hat ja schon so ziemlich alles gespielt außer Torwart und hängt sich auch immer total rein. Also das wären so meine Top 3. Ich hoffe, dass es uns da doch gibt und ich finde das eine sehr schwierige Frage, weil irgendwie sind wir dazu komplett unberechenbar. Das einzige Konstante bei Schalke
ist der Wandel. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, wir sind immer noch irgendwo unter den ersten sechs in der Bundesliga. Insbesondere meine Familie, mein Mann, mein kleiner Patenneffe, mein Job, bisschen aktiver Sport. Aber also so freizeitmäßig nimmt Schalke schon einen ziemlich großen Anteil ein. Also auf Schalke bezogen, also so eine Meisterschaft wäre schon nicht schlecht. Das ist eine sehr gute Frage, weil also Fußball und Schalke und die damit verbundenen Fahrten und Touren, das ist so ein großer Anteil, dann hätte ich mir wahrscheinlich irgendwas anderes suchen müssen. Aber also das ist wirklich aus meiner Freizeit schwer wegzudenken. Also ich lese auch noch gerne, aber ich meine jetzt richtig tagesfüllend ist das ja jetzt auch nicht unbedingt. Ich möchte einfach alle Schalker dazu aufrufen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit zusammenzuhalten und damit wir gemeinsam versuchen können, dass wir unseren Verein irgendwie jetzt über diese fiese Krise bekommen und dann irgendwann einmal auch wirklich wieder das Schalke erleben können, was wir alle so lieben, wo wirklich alles an einem Strang zieht, wo alles passt und wo wir dann alle zusammen wieder mal drei Punkte feiern dürfen.